Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Der ein oder andere kennt ja schon die Facebank. Wenn nicht, findet ihr das Video auf meinem Kanal bzw. unten in der Infobox verlinkt. Somit geht's gleich auch zum zweiten Teil der Facebank Trilogie. Der Name ist Programm und somit haltet euch fest: No Faceman Piggy Bank. Also ich bin begeistert über die Namenswahl mancher Produkte. Meine Tochter selber nennt ihn der Mann, der Geld esse. Aber die Kenner unter den Anime wissen, dass es das Ohngesicht ist. Erstaunlich gut verpackt, bin es nicht gewohnt von den einen oder anderen Artikel aus Asien. Bestellen könnt ihr die Piggy Bank sowohl bei eBay oder Amazon bei diversen Drittanbietern. Link in der Beschreibung. Unglaublich, hat mir sie gar nicht so groß vorgestellt im Verhältnis zu Facebank. Leider müsst ihr die Batterie selber kaufen, die sind nicht inliegend. Hintergrund zu diesem Mann ohne Gesicht, Mr. No Faceman. Basiert auf dem Film Chihiros Reise ins Zauberland und ist ein eigenartiges Wesen, der als Ungeheuer in Erscheinung tritt. Im dritten Band des japanischen Mangas zum Film wird das Ohngesicht nur als Maskierte bezeichnet. Sein Mund ist in echt viel größer, zudem besitzt er auch keine Augen. Die Sage besagt, es besitzt kein eigenes Gesicht und adaptiert die Emotionen anderer. Okay, schon gruselig. Wie bei der Facebank habe ich jetzt noch mehr Lust bekommen. Viel Spaß! Mein Fazit. Nun ja, es soll trotzdem noch wie eine Spardose dienen mit einem gewissen Spaßfaktor. Aber klar, wie schon bei der Facebank, werdet ihr kein Vermögen aufsparen. Außer ihr stoppt 500 Euro Scheine ins Fach.
als Spaßartikel zum Verschenken entweder an Anime-Freunde oder an andere Spielzeugbegeisterten. Aber eins dürft ihr nicht machen. Bitte nicht für Kinder geeignet. Ehrlich, schon allein wegen dem nervtötenden Lärmpegel. Und auch so das Aussehen. Kurz zum Vergleich im originalen Ton, ohne die Lautstärke zu reduzieren. Zwar konnte ich jetzt keine Altersbeschränkung sehen, aber allein, dass man ihn nicht leise stellen kann, würde ich sagen ungeeignet und vollkommen zu laut für das doch empfindliche kleine Gehör. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann gebt dem Video einen Daumen hoch und schreibt in den Kommentaren, wie es euch gefallen hat. Danke fürs Zusehen und ciao!